Alter Scheiße. Warum muss man sich so quälen im Leben? Ach, das ist nicht nur quälen. Das ist auch ein bisschen quälen. Aber es ist viel auch Kopf frei bekommen. Und wenn man eh unter der Woche einen Schreibtischjob hat, ist es draußen sein, Natur genießen. Für den Bremer Manuel Wahrlich startet jetzt eine geradezu unmenschliche Herausforderung. Über 600 Kilometer von Hamburg quer durch Norddeutschland auf dem mehr als 1100 Meter hohen Brocken im Harz und zurück nach Hamburg. 40 Stunden Radfahren am Stück ohne Schlafen. Und das ist nur die Qualifikation für ein noch viel wahnsinnigeres Projekt. Das Ultraradrennen Paris-Brest-Paris über 1200 Kilometer. Rund um Manuel Wahrlich hat sich nach dem Start eine kleine Gruppe gebildet. Es geht durch die Nacht. 3.23 Uhr nach 250 Kilometern Pause an der Tanke in Wernigerode am Fuße des Brocken. Manuel Wahrlich noch unbeeindruckt. Läuft. Der Brocken wird jetzt das Problem. Ja, der ist jetzt zum Warmwerden. Im normalen Leben ist er Verwaltungsmitarbeiter, doch nach 20 Kilometern Anstieg kurz vor dem Gipfel des Brockens ist Manuel Wahrlich nur noch Radrennfahrer. Rad ist geil. Ja. Nacht ist vorbei, Sonne kickt rein, Brocken steht an. Das macht Bock. Ich gehe aber am Berg auch immer dummerweise ein bisschen drüber. Das wird sich hoffentlich nicht hinterher rächen. Wuhu! Zumindest den Brocken erreicht er ohne Probleme. Doch es geht sofort weiter auf die ewig lange Rückfahrt. Jedenfalls ein bisschen kaputt. Ja, schon. Bisschen merken, bisschen. In Hankensbüttel nach 22 Stunden Fahrzeit werden die Antworten etwas kürzer. Was kann man denn dagegen machen, dass der Hintern wehtut nach 480 Kilometern? Nicht dran denken. Dann geht's weg. Wunschdenken. Das letzte Stück zieht sich im Ziel nach 28 Stunden leichte Verwirrung. Ich bin aber von Insas Bude aus Harburg hierher heute Morgen gefahren. Das habe ich aber als separaten Track aufgenommen. Das war nicht heute Morgen. Hä? Das war nicht heute Morgen. Das war gestern. Das war gestern. Gestern Mittag. Gestern, heute, egal. Als nächstes stehen nicht 600, sondern 1200 Kilometer auf dem Programm.